In Island wurde der Bau einer Autobahn gestoppt, weil die durch ein von Elfen bewohntes Gebiet gehen würde. Kein Witz! Elfenaktivisten haben sich mit deren Partei für die Umwelt zusammengeschlossen. Sowas ist in Island gar nicht mal so selten. Damit man mit dem Bau der Autobahn fortsetzen konnte, musste ein Fels, der als Elfenkirche bezeichnet wurde, umplatziert werden. Elfen sind bei denen fast wie eine Religion. Für Isländer sind es Wesen wie Menschen, nur für die meisten unsichtbar. Und wenn man das Gefühl hat, eine übernatürliche Macht steckt hinter irgendetwas, dann ist es häufig ein Elf. Über die Hälfte der Isländer glaubt an die Existenz dieser Elfen.